Moin. Jo, das wird jetzt ein sehr spontanes und ungeplantes Update-Video zu der kommenden Spendenaktion, die am 28.08. beginnen wird. Ich werde euch mal das erste Informationsvideo dazu in der Videobeschreibung verlinken. Das Geld, die eingenommene Summe, wird dann ja geteilt und an zwei Organisationen gespendet. Und eine davon die Aachener Engel und die andere waren die White Helmets. Mir war da vorab schon klar, dass das bestimmt für eine Kontroverse sorgen wird. Das kam dann auch so, dass dann die ersten kritischen Töne, Nachfragen als Kommentar dann unter dem ersten Infovideo erschienen. Und da bin ich auch drauf eingegangen. Jedoch hat mir das ehrlich gesagt nicht wirklich Ruhe gelassen. Ich habe jetzt die letzten zwei Stunden nochmal darauf aufgewendet, wirklich im Netz nach allem Möglichen zu suchen, was mir so in die Finger kam. Dabei die Quellen so ein bisschen überprüft. Das ist ja auch immer sehr wichtig, dass man nicht einfach aufsaugt, was man da liest, sondern von wem es kommt und so weiter und so fort. Und ganz besonders muss ich dazu jetzt sagen, dass gerade im Hinblick darauf, die Sachen, die der Andi und ich hier versteigern. Im Übrigen, das möchte ich nochmal festhalten, die Idee mit den White Helmets, das ist komplett auf meinem Mist gewachsen, da hat der Andi nichts mit zu tun. Von daher Kritik bitte nur an mich richten. Und womit ich wirklich ein Problem habe jetzt ernsthaft, und das kann ich nicht leugnen, das spürt man einfach so im Magenbereich, wenn sich das so meldet, wenn er das nicht mehr loslässt. Das ist die Tatsache, dass die Messer, die Sachen, die der Andi und ich versteigern werden, das sind ja nicht unsere, die wurden mir zur Verfügung gestellt. Und da möchte ich die natürlich nach bestem Wissen und Gewissen versteigern und dann halt auch den Erlös dahingehend rausschicken, spenden, wo das dann auch willkommen ist. Und wären es jetzt meine Messer, da bin ich jetzt auch ganz ehrlich, dann würde ich die Nummer vermutlich durchziehen. Denn ich versuche mich da nicht zu sehr von den politischen Dingen leiten zu lassen. Das ist immer schwer, gerade beim Land wie Syrien, was da in den letzten überhaupt Jahrzehnten, aber auch gerade jetzt in den letzten Jahren durch den Bürgerkrieg passiert, ist unfassbar. Und die Zustände dort nach wie vor sind wirklich im wahrsten Sinne gerade für uns Menschen aus Europa unvorstellbar. Und da war einfach nur mein Blick, dass die Zivilbevölkerung weiterhin den Schutz der White Helmets bekommen kann, dass dort weitergeholfen werden kann. Die haben viele Menschenleben gerettet und dahingehend galt so mein Blick. Und das andere habe ich teilweise ausgeblendet. Ja, kann ich jetzt so aber nicht mehr, bin ich jetzt ganz ehrlich. Und was ich noch nie mochte, ist, wenn man einfach kritikresistent ist, wenn man einfach sagt, ich ziehe das jetzt durch und so weiter. Man muss immer ein bisschen reflektieren und das, ich habe mir jetzt einfach die Kritik da zu Herzen genommen und werde euch deshalb jetzt mitteilen, dass die White Helmets nicht bedacht werden per Spende. Das ist dann einfach eine Aktion, die kann ich dann, da muss ich dann mal selber ein Messer von mir nehmen, da eine Spendenaktion starten oder so, wenn ich da tätig werden will. Aber jetzt mit der kommenden Spendenaktion, ich möchte den Menschen da in Syrien definitiv helfen und ich hoffe einfach, dass gerade wir in Europa hier wissen, dass wir noch sehr, sehr gut leben. Und ich hoffe, das ist dann eher in eurem Sinne. Deshalb wird die zweite Hälfte des Geldes an Ärzte ohne Grenzen gehen, die auch in Syrien agieren. Und ich hoffe damit für einige verständlich zu reagieren. Mich selber wundert das jetzt ein bisschen, muss ich ehrlich zugeben. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber wie gesagt, die letzten zwei Stunden ging mir dieses Thema nicht mehr aus dem Kopf und ich habe einfach das Gefühl, dass da so ein Umschwung dann doch das Richtige ist.
alles eine schwierige Sache. Ihr merkt das wahrscheinlich schon an meinen Worten. Sobald es politisch wird etc., es gibt da halt einfach kein Schwarz-Weiß. Es sind alles so viele Zwischentöne noch, aber hauptsächlich für mich das große Problem an der Sache ist halt, dass mir die Sachen zur Verfügung gestellt werden und ich möchte dann nicht irgendwie in einen Konflikt geraten, dass Leute sagen, man, deshalb schicke ich dem doch keine Messer oder so. Wie gesagt, das soll ganz transparent sein und das soll nach Möglichkeit halt auch passen für uns alle. Jo. Sehr komisches, sehr spontanes Video. Ich habe selber das Gefühl, ich habe jetzt fast nur Mist geredet. Ich hoffe, es ist für den einen oder anderen nachvollziehbar. Jo, alles klar. Also wie gesagt, Änderung im Prozedere, dass die zweite Hälfte des Geldes nicht an die White Helmets geht, sondern an Ärzte ohne Grenzen. Und das andere bleibt wie gehabt, die Aachener Engel. Alles klar. So viel zur Information. Ich werde das dann noch in die Videobeschreibung der kommenden Videos, die sind nämlich schon vorproduziert, mit reinpacken und dann verbleibe ich wie immer mit bleibt gesund, Peace, ich bin raus.